Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist willkommen hier zu Claytown, ein neues Indie-Horror-Game, was, ich muss sagen, echt cool aussah auf dem Bild. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es wird. Aber es ist relativ leise, oder? Okay, wir spielen mal. Boah, die Musik. Okay, das sieht schon mal cool aus. Okay. Wir sind ein Geisterjäger und schauen nach einem Haus, nach dem Dollray Haunted House. Also relativ normal. Wir gucken, weil komische Sachen passieren. Starten wir morgen Nacht unsere Investigation, unsere Okay. So, hier sind wir. Und zwar ist das das Haus. Also das ist auch gar nicht groß oder so. Hier wohnen. Möchte ich nicht drüber reden. Oh, wir können rennen. Das ist schon mal sehr schön. Hier mal rein. Boah, das sieht cool aus, ey. Das sieht richtig gut aus. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Oh. Items, Knife, Notes. Oder auch nicht. Okay. Klaus Tutorial. Ich brauche kein Tutorial. Ich bin gut. Wo habe ich denn das Messer? Ja. Nee, na gut. Das sieht aber, also diesen Grafikstil finde ich cool. Das gefällt mir. Kann ich aus der Puste kommen? Anscheinend. Okay. Wir gehen mal hier hoch und schauen mal, was hier so, wo es hier so abhängt. Hier ist ein Teppich. Okay, hier ist abgeschlossen. Und hier weiß ich jetzt auch gerade nicht, was da ist. Gehen wir mal wieder runter. Und gehen mal durch die glorreiche Mitte. Okay, was ist denn hier? Ein Ofen voller Kerzen. Oder so irgend. Ich höre hier irgendwas. Okay. Es ist wichtig. Ein Schlüssel. Toyroom Key. Boah, das sieht so gut aus. Okay. Das sieht echt gut aus. Das weiß ich halt nur nicht. Muss ich hoch oder hier? Okay, hier ist alles zu wahrscheinlich. Ja. Ich gehe mal hinten rum wieder, also nochmal zurück. Und will mal schauen, ob das dafür ist, der Schlüssel für die Tür oben. Hier ist schon mal nicht für. Weil das ist ja so nicht beschriftet, soweit ich das jetzt richtig mitbekomme. Das könnte aber so ein Toy. Ja. Okay. Es ist aber alles voller Kerzen. Und das sieht gar. Das sieht. Das ist ein bisschen. Das ist creepy. Da ist ein Teddybär. Moin. Hab ein Messer. Kann ich das auch ausrüsten? Items. Okay, wie kann ich denn das Messer ausrüsten? So einfach nur zum Spaß. Boah. Was habe ich da gerade gehört? Okay, muss ich wieder rausgehen? Okay. Ist hier irgendwas? Nee, gar nichts. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Ein Messer habe ich ja jetzt schon mal. Was höre ich denn da die ganze Zeit? Irgendwas höre ich hier, aber ich weiß nicht was. Schlaufe. Geht's hier weiter? Nee. Doch, da geht's weiter. Ah ja. Gut, sehr schön. Ich finde es cool, dass sogar die Türen hier. Dieses. Hallo? Warte. Wow. Dieses so ein komisches Geräusch machen, als wäre das aus Pappe oder so. Alte Pappe. Nee. Aber ein Messer habe ich doch schon. Vielleicht kann ich ja dann. Brauche ich eine Pause? Ist das irgendwie. Okay. Kann ich ja. Warum bin ich denn eigentlich so klein? Hat es irgendeinen Grund? Crumpled Ladder.
Naja, okay. Naja, gut, da geht's halt jetzt auch nicht so großartig weiter. Ach, da geht's weiter. Okay. Oh, sie. Ist übrigens nur die Demo, ne? Also die Demo zu dem Spiel, was draußen ist. Aber ich fand, es sah jetzt schon so cool aus. Da ich glaube. Ich weiß jetzt nicht, um was es hier genau. Gut, wir sind Geisterjäger. So, das haben wir ja schon mitbekommen. Warum brenne ich? Es wurde ein bisschen düster, kann es sein? Na? Nicht? Ich weiß halt auch gar nicht, wie lange diese Demo geht. Ich hoffe, da kommt ein Endscreen, nicht, dass wir dann irgendwann einfach nur noch Sachen suchen, obwohl die Demo seit 5 Stunden schon rum ist. Da habe ich was gehört. Hier habe ich irgendwas gehört. Da ist nichts. Ist hier vielleicht irgendwas, was ich nutzen könnte? Hier vielleicht oben drauf, da komme ich gar nicht hoch, ne? Nee. Da ist ein Käse. Okay. Hier ist aktuell gar nichts. Da war ich ja schon, da komme ich ja nicht weit. Ich glaube, ich muss hoch nochmal. Oh. Da ist was. Da ist was. Ah, muss ich da vielleicht was machen? Habe ich gar nicht großartig gesehen. Weil ich habe ja ein Messer aufgehoben und da ist so eine Schnur dran. Tatsächlich, ich kann es abschneiden. Ich hab nichts gemacht. Hab gar nichts gemacht. Ist das doof, wenn es dunkel ist, ne? Okay. So kann man es auch machen. It's important. Hier ist irgendwas Wichtiges wahrscheinlich noch, oder? Okay. Oh ja, jetzt merkt man direkt, wie die. Hier liegt doch irgendwas. Da! Das ist der Schlüssel für die Galerie, wo der komische Dude ist. Hier. Der Schlüssel sieht genau aus wie dieses Schloss. Boah, will ich da überhaupt aufmachen? Boah, Alter. What the fuck? Okay, hi. Das ist richtig gut gemacht, dass da Hinweise sind, ob hier noch was liegt. Basement Key. Okay. Aber irgendwie traue ich dem nicht so ganz. Liebst du? Nee. Du liebst nicht, ne? Du malst einfach ganz in Ruhe gar nichts. Aber er hat eine richtige Kunst drauf. So 10 Stifte im Kopf und da einfach mal so Sachen malen. So schnell geht's. Muss man auch erstmal können. Und einen Stachel aus dem Arsch. Nice. So läuft es hier, ey. Aber ja. Cool. Ist richtig gut drin. Okay, ich habe jetzt noch einen Schlüssel. Heißt, ich hole. Was ist das? Eine Kerze. Heißt, ich hole aktuell Schlüssel für Schlüssel. Ja. Und das Game gibt mir Hinweise, wo ich hin muss. Geht's denn hier runter? Hier ist ja alles zu, ne? Da geht. Da höre ich aber was. Hier ist noch nicht weiter. Hey, wo geht's denn? Wo ist denn noch eine Tür gewesen? Zum Basement. Liebe durchgeschrieben, Liebe. Okay. Da wäre ja vorhin noch dieser Dartraum, der ist ja noch. Hier? Nee. Ah, jetzt ist die Tür auch verbarrikadiert. Jetzt wissen wir Bescheid, ne? Da auch nicht. Hä? Bin ich dumm? Oh. Hier? Nee.
Hier ist nur der Teddy. Hier ist alles ganz friedlich. Ich muss mir gar keine Sorgen machen. Alles ganz cool. Alles safe. Ich habe Angst. Ich muss halt nur wissen, wo es hier runter geht, ne? Das ist halt so die Frage. Das fand ich ganz cool. Also ich hätte nochmal so ein ganz, so ein richtig schönes ins Ohr geflüsterte. It's important. Hier. Der Keep. Boah, das ist aber richtig scheiße geschrieben, ne? Okay, ich soll zum Galerieraum wieder gehen. Er glaubt, er ist erstmal sicher. Oh, was war das? Was war das? Ich will einfach nur in den Galerieraum. Hier ist. Das. Warte mal. Das Viech ist weg. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, ne? Der, bevor der gegangen ist, hat er hier noch ein bisschen umgestellt. Träumt. Knock knock. Who's there? Übrigens, schaut mal hier, das Bild finde ich auch ein bisschen creepy hier in der Ecke, ne? Knock knock. Kann ich knocken? Wow. 5. Gibt's ja ein. Okay. Okay. Da ist ein Auge. Okay, ich muss einen Code herausfinden, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zahlen. Ich brauche sechs Ziffern dafür. Na gut. Dann schauen wir jetzt mal rein. Ich gehe hier mal rein. Knock, knock. Knock, knock. Who's there? I am. Sechs Zahlen brauche ich dafür. 5, 2, 1, 9. Boah, shit. Ja gut, wie soll ich denn die jetzt herausfinden? Das ist doch jetzt ein bisschen blöd, ne? Obwohl. Ich schätze mal die Zahlen hier, oder? Also 7, 0, 7, 6, 2, 5. Würde ich mal behaupten. 7, 0, 7, 6, 2, 5. 7 0 0 7 6 2 5. Ne? Oder was, wenn 1 0 1 6 2 5? 1 0 1 6 2 5. Ne, auch nicht. Okay, und wie soll ich das jetzt herausfinden? Welchen Code ich jetzt brauche? Weil das sind so ein paar Zahlen, ne? Hat er jetzt. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ne, gar nichts. Also, es hat ja. Holy fuck. Okay. Okay. Okay, das ist. Nee. Nee, ich bin hier fertig. Ich bin hier absolut fertig. Ach nee. Okay, komm. Da kommt immer näher der Saftsack. Und ich kann ja. Der will nämlich, dass ich ganz viele Codes ausprobiere und dann immer wieder hier reinschauen muss. Was ein Hund. Geh bitte weg. Oder habe ich nur so viel Möglichkeiten, dann bin ich tot. Aber was denn für Codes? Oh, ist das. Aber ich weiß halt nicht, das sind alles Zahlen einmal aufgeleistet. Komme ich denn hier wieder raus?
Ja, aktuell könnte ich wieder rausgehen. Hier ist eine Tür. Oder muss ich viel. Oder sind hier Hinweise versteckt? Und ich sollte mich einfach mal umschauen. Wäre vielleicht auch mal keine schlechte Idee, ne? Wenn ihr mal da denkt, yo, ich schaue mich hier mal um. Was es hier so gibt. Aber ich sehe ja jetzt halt auch nichts, was so, wo ich denken würde, yo. Oder muss ich verlieren? Boah, komm da noch ein bisschen näher oder war es das schon? Oh mein Gott. Ja. Lehm. Lehm ist es, genau. Ich wusste gar nicht, was Clay nochmal heißt, aber Lehm. Lehmfiguren sind das Ganze. Ich würde mal behaupten, das ist das letzte Mal, wo ich reinschaue und dann passiert irgendwas. Ich bin sehr gespannt. Oder auch nicht. Habe ich das Spiel durchgespielt? Hallo? Ich hätte ganz gerne noch ein paar Hinweise. Ich möchte nicht mehr da reinschauen. Das ist eklig, da reinzuschauen. Das ist nicht schön. Das ist kein schönes Gefühl. Der verarscht mich, Alter. Der ist auch gleich hinter mir oder so. Ne? Nicht? Okay. Okay. Ja, das dachte ich mir schon, ne? Hallo? Bitte komm nicht her. Warte mal. 913842. Was passiert da? 913842. Shit. Oder 19. Ich hab's vergessen. Oh Mann. Was bleibt gespeichert? Vielleicht kommt er immer näher, dass er mir immer mehr von den Zahlen verdeckt, dass es leichter für mich wird. 913842 hätte ich jetzt gedacht, weil hier 913842. Eins, neun, eins, drei, eins, neun, drei, acht, vier, zwei. Auch nicht. Kacke. Ich weiß es nicht. Habe keine Idee. Okay. Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das der Code ist. Ich habe es rumprobiert und habe nochmal weiter geschaut und ja, erst da, wo ich geschaut habe, die Person wusste auch nicht, warum das der Code ist. Keine Ahnung, wirklich kein Plan. Also ja, auf jeden Fall nehme ich das jetzt mal, was hier ist. Ein Sturdy Basement Key. Ach, fuck my life. Oh. Ich muss hier wieder reinschauen, ne? Das ist wahrscheinlich der Papa, 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 Papa. Ja, nee, das ist ja Knock, Knock. Ja, hallo. Ja, moin. Ja, was geht denn, ihr komischen Lehmfiguren, Alter? Ich möchte nicht. What? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los? Ich sehe gar nicht. Okay. Okay. Jetzt kann ich raus. Möchte ich überhaupt raus? Da ist dieses komische Viech. Bäh.
Wo war denn der Raum dafür? Ich würde mal sagen, hier oben nicht. Meine Lampe ist auch fast leer. Aber hier höre ich auch irgendwas. Das war nicht mein. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es. Der Raum ist ganz am. Der am Anfang, weil da war ja so eine. Ich möchte eigentlich nicht so nah gehen. Moin, hallo? Ja, nee, na gut, dann nicht. Ich habe auch nicht so Lust zu reden. Bin nicht so der Typ dafür. Ja, nee, hallo? Ist da jemand? Ich möchte eigentlich nur in Frieden. Ja, das dachte ich mir, dass es nicht geht. In Frieden, irgendwas in Frieden halt. Hier? Nee. Da ist auch gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Yay. Okay, hier sieht man gar nichts mehr, wenn man hier reinschaut. Warte mal, ist der weg? Das Viech ist weg. Och nee. Das ist jetzt hier. Ah, es möchte die Milch haben. Ich kann dir auch helfen, Alter. Gar kein Problem, ne? Wenn du nicht hinkommst, das. Hast du Hunger? Möchtest du was essen? Ah. Hier. Und runter geht's. Hype. Hype. Ich weiß gar nicht, wo sie wohnt jetzt. Okay, man kann sich verstecken. Gut zu wissen. Okay, hier ist noch eine Notiz. Wahrscheinlich wieder eine, wo man nicht lesen kann. Bad. Rede, wenn ich nicht arbeite. Da geht gar nicht weiter. Da ist nichts. Hier ist aktuell auch noch nichts. Ne, da ist zu. Komplett. Dann muss ich wahrscheinlich irgendwas finden, ne? Sonst komme ich hier nicht weiter. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Ich gehe mal wieder hoch. Mal schauen, ob der Boy hier noch steht. Oh, das war's. Okay. Das war's. Oh. Das war's von Clay House. Okay, das Full Game, das volle Spiel, soll 4 bis 5 Stunden lang sein. Das hört sich richtig gut an. Das hört sich nicht schlecht an. Ich hoffe, das kommt wirklich raus. Das Spiel, ich glaube, auf Steam sollte das rauskommen. Die Demo findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch ruhig gerne mal selber spielen, weil ich fand dieses Konzept bis jetzt ganz cool. Es ist nichts Großartiges passiert, aber diese kleinen Puzzles, warum diesen Zahlencode?
Ich weiß nicht, wie man den hätte herausfinden können. Keine Ahnung. Aber ansonsten finde ich, das sieht das Spiel eigentlich echt cool aus. Ne? Ist mal was Interessantes. Auch der Grafikstil ist ganz cool. Und ich hoffe, es kommt raus. Und wenn ja, werde ich es definitiv spielen. Ja, wenn es nicht zu überteuert ist. Aber gut. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bisher macht's gut. Tschüss.